Hallo, mein Name ist Sam Rafael. Ich bin Coach und natürlich auch Patient. In diesem Land leben 4 Millionen Menschen von unseren Krankheiten. Da trägt man als Patient auch eine gewisse Verantwortung. Das Gesundheitssystem ist ein Haifischbecken, in dem der Patient nicht Schwimmer ist. Da ist es an der Zeit, mit dem Patienten wenigstens das Seepferdchen-Abzeichen zu machen. Zum Beispiel, die Dauer einer gewöhnlichen Grippe ist bei ärztlicher Behandlung 2 Wochen. Ohne ärztliche Behandlung sind es 14 Tage. Erste-Hilfe-Tipp: Das tägliche Glas Rotwein bringt statistisch 5 Jahre länger auf der Lebensuhr. Fazit: Mit Saufen kommt man weiter als Vorsorge. Nächster Tipp: Warum gibt es in jeder größeren Hauptstraße 10 praktizierende Ärzte und 3 Apotheken? Was ist das größte Problem eines Arztes? Wenn alle Menschen gesund sind oder anders, wenn niemand mehr krank ist? Was ist das größte Problem der Pharmaindustrie? Wenn niemand mehr Arzneimittel mit Nebenwirkung kauft? Die medizinische Ausbildung wird von der Pharmaindustrie finanziert. Heilmittel für Krankheiten werden unterdrückt. Heilmittel, die nicht patentierbar sind. Last but not least, dritter Tipp: TV-Nachrichten haben in der Regel folgende Inhalte: Krieg, Mord, Terror. Nachrichten entstammt etymologisch dem Wort Nachrichtung, also etwas, nach dem man sich zu richten hat. Die Nachrichten sind für die Urteils- und Meinungsbildung der Bevölkerung gedacht. Macht es Sinn, vor dem Schlafengehen Nachrichten zu schauen? Nein, denn man schläft deutlich unruhiger. Macht es Sinn, sich fremdbestimmen zu lassen? Nein, denn wir haben einen eigenen Kopf zum selber Denken. Fangen Sie wieder an, dialektisch zu denken. Also, bleib informiert, was passiert, und bleib friedlich.